Hallo liebe Schabenfreunde und willkommen zur ersten Ausgabe Cockroach TV hier aus dem neuen Schabenzimmer. Und während der Pause wurde ich oft gefragt, Olli, kannst du mal zeigen, wie du deine Fauchschaben hältst oder wie hältst du deine Fauchschaben eigentlich? Und darum soll es heute gehen und nach dem Intro geht's sofort los. Eine Sache vorneweg, wenn wir über Fauchschaben reden, reden wir meist über die Crombaturina portentosa. Es gibt allerdings auch bis zu derzeit 30 verschiedene beschriebene Fauchschabenarten. Das hier ist zum Beispiel die größte, die ich habe, eine Crombaturina oblongonata. Wie man es ein bisschen sehen kann, diese leicht bräunlich weinrote Färbung mit dabei und auf jeden Fall eine etwas andere Form der Hörner auf dem Pronotum. Diesen Schabe habe ich hier auf den Namen Rüdiger getauft, ist aber auch die einzigste Schabe, die bei mir einen Namen hat, einfach schon allein wegen der Größe. Fauchschaben, wenn wir sie nicht vermehren wollen, sondern nur als Haustier halten wollen, können wir sie durchaus bei Zimmertemperatur halten. Das Terrarium wird ca. 1 bis 2 Mal in der Woche leicht befeuchtet und zweimal in der Woche können wir die Tiere mit Fischflocken oder halt eben allem Vegetarischen füttern. Nun kommen wir also zu dem quasi Schauterrarium, was ich habe, also ein bisschen natürlicher eingerichtet. Hier habe ich jetzt eins von Exoterra genommen. Wenn ihr eins von Exoterra, oder wenn ihr allgemein ein Terrarium für eure Fauchschaben nehmen wollt, passt unbedingt darauf auf, dass sämtliche Ritzen, wo die Babys entkommen könnten, verklebt sind oder auf jeden Fall dicht sind. Mir ist es schon passiert, dass bei meinem Ostennachwuchs im Fauchschaben in diesem Terrarium hier die ersten Babys teilweise abgehauen sind und das war dann ein großes Gesuche. Wenn ihr euer Terrarium dann also etwas natürlicher einrichten wollt, dann auf jeden Fall Fressplatz, eine Höhle zum Verstecken und Fauchschaben klettern auf jeden Fall ganz gern. Da solltet ihr auf jeden Fall mit drauf achten. Und wie gesagt, passt wirklich drauf auf, dass sämtliche Ritzen zu sind. Denn auch bei Zimmertemperaturen können sich Fauchschaben vermehren. Das dauert zwar wesentlich länger, es kommen auch nicht so viele Babys heraus. Ich benutze als Bodensubstrat Kokoshumus. Viele schwören darauf, viele sagen allerdings auch, nimm bloß kein Kokoshumus, denn die Tiere könnten es fressen, könnten daran sterben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da noch nie wirklich damit noch gar keine Probleme gehabt. Also so viel zu dem Thema Terrarienhaltung. Wie gesagt, ein-, zweimal in der Woche ein bisschen feuchtsprühen, ein-, zweimal in der Woche etwas zu futtern geben und dann fühlen sich eure Fauchschaben wohl. Mindestgröße sollte sich schon bei einer kleineren Gruppe von 5 bis 6 Tieren bei einem 30x30 Terrarium halten, denn die Tiere, vor allem auch die Menschen, halten ja ganz gerne auch mal Rangkämpfe ab und da brauchen sie schon ein bisschen Platz, nicht dass andere Schaben damit stören. So, kommen wir nun zum einfachsten Weg, Fauchschaben zu halten. Diese Box habe ich jetzt erst vor kurzem von jemandem bekommen, habe die ihm abgekauft, weil er mit Schaben aufgehört hat. Und ja, das ist quasi so, wie ich auch meine Fauchschaben im Grunde genommen halte. Denn in einer Plastikbox mit Eierkartons, worin sich die Schaben gut verstecken können. Als Substrat hat derjenige jetzt hier Hobelschwäne genommen, bin ich jetzt kein großer Fan von. Ich hatte das mal bei meinen Dubias gehabt. Fand ich mega anstrengend, da die kleinen Tiere rauszufummeln. Das möchte ich da auf jeden Fall noch ändern. Aber im Grunde genommen, das ist die einfachste Art und Weise, aber auch die sicherste mit Plastikbox Schaben zu halten. Aber wie ich finde, wenn man jetzt wirklich nicht darauf abzielt zu züchten, ist es auf jeden Fall die unpersönlichste Art. Den Schaben ist das komplett egal, ob da jetzt Eierkartons drin sind oder halt eben Holzäste und so weiter. Denen ist das komplett Wumpe, worauf die klettern können. Hauptsache, die können klettern, die können sich verstecken. Aber wie gesagt, also wie ich es finde, ist es komplett, oder wie ich, komplett nicht, aber es ist halt eben ziemlich unpersönlich und wenn man Schaben als Haustier haben möchte, sollte man dementsprechend doch auch schon ein schönes Terrarium haben. Aber wie gesagt, ich halte meine Schaben grundsätzlich alle mit Eierkartons.
die will jetzt abhauen. Also ich, wie gesagt, ich halte meine Schaben grundsätzlich alle in Eier, mit solchen Eierkartons, auch wieder mit Kokoshummus normalerweise oder ein Kokoshummus-Erde-Gemisch. Bei den Plastikboxen ist außerdem der Vorteil, dass die Luftfeuchtigkeit nicht so schnell entweichen kann. Dies ist wichtig, vor allem bei solchen kleinen Schaben hier, dass die sich wirklich fehlerfrei häuten können und dass sie da auf jeden Fall nicht bei der Häutung sterben. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch die Eleptherina levigata zeigen. Das ist eine etwas seltenere Fauchschabenart, nicht so wie die Portentosa oder die Oblongonata. Das ist quasi auch die größte Zwergfauchschabenart, die es gibt. Ich schaue mal, ob wir hier irgendwo noch adultes Tier finden. Auch die Kiste habe ich jetzt erstmal vor kurzem zusammen mit dem Oblongonata aufgekauft. Die wollte jetzt nicht. Etwas kamerascheu, mal schauen, vielleicht findet man hier trotzdem noch ein adultes Tier. Auch hier wurde ein etwas anderes Substrat verwendet. Und zwar solche Holz, geraspeltes Holz. Naja, wie gesagt, ich benutze dann eher, ich benutze dann lieber dafür den Kokoshumus oder ich mache ein Erde-Kokoshumus-Gemisch draus. Als Bodengrund könnt ihr aber auch, wie gesagt, alles nehmen, wenn ihr nicht unbedingt züchten wollt. Denn am besten ist dann wirklich Erde oder Kokoshumus, um die Feuchtigkeit zu halten, damit Jungtiere sich auch entsprechend gut häuten können. Das war's mit dem heutigen Video gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da oder schreibt mir einen Kommentar, wie ihr zum Beispiel eure Fauchschaben haltet. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wundervolles und besinnliches Weihnachtsfest. Ich werde mich bei euch auf jeden Fall nochmal vor Silvester melden. Wir sehen uns. Bis bald und ciao, ciao. Schabenzimmer. Während der Pause wurde ich oft gefragt, Olli, machst du ernsthaft jetzt? Ich bin hier mitten am Drehen.